Vom 9. bis 3. Juli wurden bereits zum zweiten Mal die OTC Open der Hobby-Tennis-Tour ausgetragen. Angeführt vom Ranglisten-Ersten Wladimir Vukicevic nahmen 82 Spieler aus 14 Nationen dieses Turnierwochenende beim traumhaft gelegenen Ober-St. Veiter Tennisclub in Angriff. Ja, ist einmal schön, dass einmal nicht regnet, nicht verdammt kalt ist, aber natürlich geht es auch ein bisschen auf die Kondi, wenn man bei den Temperaturen spielt. Also viel heißer wird es hoffentlich nicht mehr, aber... Doch, es wurde. Denn Omega Hoch Anneli sorgte mit Temperaturen weit jenseits der 30 Grad für saunaähnliche Verhältnisse und verlangte den Spielern konditionell und mental alles ab. Die Tennisoase am Hitzinger Jenaplatz und ihre Mitarbeiter waren auf diese Bedingungen jedoch bestens vorbereitet. Eine schattige Terrasse, kühle Erfrischungen, eine prall gefüllte Eistruhe und nicht zuletzt ein traumhafter Pool sorgten bei den Teilnehmern für die notwendige Abkühlung. Aber selbst hitzegewohnte Australier mussten den herrschenden Bedingungen Tribut zollen. Ja, die Krämpfe, ein bisschen stark da in den Oberschenkel, aber jetzt geht's wieder. Ja, es war ein super Match und hat Spaß gemacht und der ganze Turnier, ich sehe das schon, es ist ein super Event und super organisiert, sehr nette Leute. Immer diese Probleme mit Österreich, Austria und Australia, ja, diese Verwechslung, ja, das kriege ich immer. Wenn Leute mich fragen, wenn ich irgendwo bin, von wo kommst du her? Ich komme aus Australien. Also du wohnst in Australien? Nein, ich wohne in Austria. Wo? Australien. Nein, das ist, es kann sein, dass es ein bisschen wärmer wird in Australien. Und ich bin gewohnt, auf Rasen zu spielen. Sehr, sehr viel auf Rasen gespielt. Und das ist auch ganz anders, natürlich. Und die Matches dauern viel länger. Und das habe ich heute gespielt. Nach 2 Stunden 40 Minuten oder so. Und jetzt war noch nicht fertig. Aber ja, für mich schon. The place is really nice. It has a nice view in the city, and you really feel home when you come here. It's the first time I play on this level actually, because this year I have done well, so I wasn't allowed to play on the other levels. So Klaus recommended that I come here and give it a try, and it was the right choice. Das ist eine richtige Frage, ja. Das ist doch quasi am anderen Ende von Wien. Ich war auch quasi mal gemeldet fürs Donaufeld hier, weil es einfach ortsbezogen der Nähe der Platz ist. Ich bin 5 Minuten mit dem Auto. Aber natürlich die Kulisse der Platz. Ich war vor 3 Wochen da Meisterschaft spielen. Es ist einfach sensationell da. Und wenn halt dann noch so ein Sponsor dahinter steht mit dem Preisen und dem ja, Chancen im Hintergrund, dann ist das schon. Überlegen, wer daher zu kommen, ja. Andere Spieler wie der 5-fache Turniersieger und September Grand Slam-Titelverteidiger Damian Roman kennen die Anlage schon länger und freuen sich immer wieder, hierher zurückzukehren. Die Skyline war mit einem Turm weniger. Den ganz großen, den dunkleren. Ich glaube, das ist der DC Tower, glaube ich. Bin mir nicht so sicher, glaube schon. Ja, vor einigen Jahren war ich da und ich freue mich wieder dabei zu sein. Das ist einer der schönsten, in meinen Augen überhaupt die schönste Anlage Wiens. Jetzt ist meine Tochter schon 7 Monate alt. Jetzt geht es ein bisschen, dass ich ein bisschen Zeit für mich unter der Woche habe, dass ich ein bisschen was machen kann. Und ich hoffe, das ist wieder sozusagen eine Turnierserie-Start für mich. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auf Kitzbühel hinaus die 2-3 Turniere jetzt mitmachen. Schwer zu sagen, weil es ist eine relativ hohe Lage da und man muss sich schon ein bisschen anpassen, man muss ein bisschen aufpassen. Ich mag aggressiv spielen und da fliegen die Bälle schon relativ leicht ins Out. Ja, und man kommt zu Fehlern, die man normalerweise gar nicht damit rechnet. We'll be right back.
auch die aktuelle Nummer 1 der Hobby-Tennis-Tour lässt sich dieses Event nicht entgehen. Der Rasenkönig erzählt uns in entspannter Atmosphäre, wie er zur Hobby-Tennis-Tour gekommen ist und wie er seine Chancen auf den Wimbledon-Hattrick sieht. Bravo Wladimir, hallo, hallo. Wie geht's dir? Achtfacher Turniersieger bereits auf dieser Hobby-Tennis-Tour. Wie bist du eigentlich zur Hobby-Tennis-Tour denn gekommen? Das war reine Zufallssache. Ein Freund von mir hat zufällig da gespielt und hat mich gesagt, ja Vladi, ja, machen wir es zusammen. Er hat auch dann damals gewonnen. Er hat gesagt, ja, es gibt ein paar gute Spieler, machen wir es, macht Spaß und so. Dann habe ich begonnen, ich glaube 2012 war das, erstes Mal, habe ich einmal gespielt und dann hat mich super Spaß gemacht und dann habe ich dann regelmäßiger dann begonnen zu spielen. Zweimal Wimbledon gewonnen, du wirst auch der Rasenkönig genannt. Warum spielst du so gerne auf Rasen? Irgendwie passt auf meine Spielweise. Ich spiele flacher und viel Slice und so und dann irgendwie passt das für mich und ich fühle mich ganz wohl. Ich habe auch auf Kunstrasen jahrelang gearbeitet, jetzt nicht mehr, aber trotzdem liegt mir noch immer gut. Ich glaube, ich fühle mich ziemlich wohl auf dem Platz. Das Turnier findet ja nächste Woche statt. Hättest du die Möglichkeit zum Hattrick, das dritte Mal in Folge Wimbledon zu gewinnen? Wie siehst du da deine Chancen und Möglichkeiten? Ich glaube, mein größter Vorteil ist, dass die anderen Spieler einfach sich nicht wohlfühlen. Und deswegen habe ich dann diese, ich glaube, Running Streak von irgendwie 25 Siege oder so. Ich glaube, letzte Niederlage war vor 3 Jahren dort oder sowas. Zum Abschluss noch deine Eindrücke hier von dieser Tennisanlage. Ich glaube, ich kann man sich rundum wohlfühlen hier, nicht? Na, unbedingt. Wetter das passt, ist perfekt. Alles. Alles perfekt. Meine Frau fühlt sich wohl. Das heißt, ich bin auch dann, ich fühle mich auch wohl. Dann passt alles. Alles ich würde alle Tennisspieler, Tennisfreunde einladen, hier sich auch zu entspannen und zu genießen. Das ist schon wirklich ein Highlight, Tennis-Highlight in Wien. Dann sage ich danke vielmals, Walter Lepo. Walter Lepo. Und alles Gute für dieses Turnier und für den weiteren Saisonverlauf. Danke, danke. Alles Gute. Danke. In der vergangenen Saison als 500er Turnier in den Tourkalender aufgenommen, hat sich das Event am Jännerplatz innerhalb eines Jahres den Status einer Master Series 1000 Veranstaltung erarbeitet. Neben der traumhaften Lage und den perfekten Bedingungen ist dafür nicht zuletzt ein Mann verantwortlich. Alexander Walter, Beirat für Sportmanagement und Marketing beim OTC und selbst aktiver Spieler auf der Hobby-Tennis-Tour. Ich freue mich jetzt, bei mir begrüßen zu dürfen, den Beirat des Vorstandes, Träger eines bekannten Namens, Fußballfreunde werden sich erinnern, legendärer langjähriger Austria-Präsident Joshi Walter und sein Sohn jetzt hier bei mir, Alexander Walter, recht herzlich willkommen. Danke dir, auch dir willkommen hier bei uns. Auf dieser wunderschönen Anlage findet heuer das zweite Mal ein Turnier der Hobby-Tennis-Tour statt. Wie kam es denn zu dieser Kooperation, zu dieser Zusammenarbeit mit der Hobby-Tennis-Tour, mit Klaus Lippert? Das ist leicht erklärt. Nachdem ich jetzt seit 5 Jahren selber wieder intensiver Tennis spiele, bin ich nach ungefähr einem halben Jahr schon auf die Hobby-Tennis-Tour gestoßen und habe mit großer Begeisterung da ein-, zweimal mitgespielt. Und die Begeisterung ist gewachsen. Nicht nur ob des Organisationskönnens von Klaus Lippert, sondern auch von dieser ganzen Tour, die er da hochgezogen hat seit 1990. Ganz beeindruckend und ich glaube, das Herz eines jeden Hobbyspielers geht auf, wenn man da mitspielen kann. Und daher war es für mich naheliegend, nachdem ich hier jetzt im Beirat ein bisschen mithelfen kann, den Club voranzubringen, den Klaus hierher zu bringen und hier ein Turnier aufzuziehen. Und das machen wir nun seit letztem Jahr. Wir haben letztes Jahr ganz einen tollen Start gehabt mit 102 Teilnehmern, konnten dieses Niveau dieses Jahr halten, haben zwar ein bisschen weniger, vielleicht bedingt durch den Ferienbeginn, vielleicht bedingt durch die Hitzewelle, die wir gerade da haben. Aber wir sind durchaus zufrieden und freuen uns, dass so viele hier mitmachen. Es gibt ja hier auch Preisgeld und Sachpreise. Kannst du da ein bisschen Näheres darüber erzählen, was es hier zu gewinnen gibt? Da komme ich wieder darauf zurück. Nachdem diese Hobby-Tennis-Tour ja so professionell organisiert ist und alles passt von der Organisation über die Homepage und die ganze Liebe, mit der Klaus das betreibt, haben wir uns gedacht, wenn wir hier ein Turnier veranstalten,
Da müssen wir die Latte natürlich hochlegen und versuchen, gleich groß einzusteigen. Und haben uns gesagt, warum nicht auch bei einem Hobby-Tennis-Turnier Geld vergeben, Preisgeld, und zwar in bar. Manche mögen das kritisch sehen, weil sie sagen, das Hobby-Segment geht dadurch verloren und es werden starke Spieler angezogen, die sich nur das Preisgeld abholen wollen. Ich sehe das ein bisschen differenzierter. Ich denke, gerade deswegen sollten Leute auch einmal die Möglichkeit haben, die nicht vielleicht ganz groß spielen, ein bisschen Preisgeld zu gewinnen und sich vielleicht wenigstens die Teilnehmergebühr wieder zurückzuholen. Und daher werden in beiden Bewerben diese Preisgelder ausgeschüttet, und zwar bis zum Viertelfinale. Das heißt, es kommen viele Leute in den Genuss von einem kleinen Preisgeld. Und wir haben das als Anreiz gesehen und ich sehe keine großen Argumente, die dagegen sprechen. Das heißt, es gibt hier nicht nur Preisgelder, Sachpreise, wunderbares Buffet, Players Party, ja, das herrliche Ambiente mit diesem Ausblick über Wien. Danke, also, das stimmt. Also das genießen wir hier auch. Es ist eine wunderbare Anlage. Wir haben wirklich eine perfekte Infrastruktur. Die Sachpreise, die du angesprochen hast, wir haben ein bisschen Gold von unserem Obmann gesponsert bekommen. Der Herr Moch hat das netterweise gesponsert. Ein anderes Clubmitglied, der Herr Leschek, hat dieses Lenovo-Tablet gesponsert für unser One-Shot-Tournament, das gerade vorher stattgefunden hat. Und natürlich auch das Preisgeld sowie eine Schnuppermitgliedschaft hier im Club. Und somit, glaube ich, ist das ganze Preisgeldpaket und Sachpreispaket ganz in Ordnung und kann sich sehen lassen. Kann man daraus hören, dass eine weitere Zusammenarbeit und weitere Turniere der Hobby Tennis Tour hier in Zukunft stattfinden werden? Ist durchaus angestrebt und auch ein Ausbau ist angedacht. Mir macht es viel Spaß, hier so ein Turnier aufzuziehen, umso mehr das Ganze mit Klaus Lippert machen zu können, weil es läuft alles wie am Schnürchen und wir haben alle eine große Freude. Ich glaube, die Spieler auch. Ich glaube, so soll es sein. Der Spaß am Sport soll im Mittelpunkt stehen. Aber ansonsten bin ich mit dem Niveau mehr als nur zufrieden. Und wie gesagt, wir haben das so gestaffelt, dass wir einen starken Bewerb haben, einen schwächeren, und wir decken somit ein breites Spektrum an Spielstärken ab. Und ich glaube, wie gesagt, alle haben ihre Freude. Wir feiern ein schönes Tennisfest an diesem Wochenende. Dann, Alexander Walter, darf ich mich für dieses Interview bedanken. Wünsche für dieses Wochenende und für die weitere Zukunft noch alles Gute. Danke. Dankeschön.